Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Croc Legend of the Gobbos. Wir befinden uns jetzt im Level 3B1, der Deadly Tank of Neptuna. Ja, das klingt ja wieder mal wie sehr prädestiniert für mich. Wieder nach einem Level mit sehr, sehr viel Spaß. Oh, ein Blubbelfisch. Okay. Ein Unterwasserboss dieses Mal. Das ist ja interessant. Da bin ich immer sehr gespannt, was uns da nun erwartet. Ein ganzer Unterwasserlevel? Oha. Oh. Hier geblieben. Nein, bleib doch da. Mit meinen schönen Kristalle, ihr's. So, okay. Ich habe das Vieh, glaube ich, schon gesehen. Wenn mir nicht. Oh, da ist er. Nee, das ist er nicht gewesen. Oder? Nee, das war er nicht. Aber ist die Frage, kriegen wir den weg? Ja, nice. Das klappt. Ist ja mal interessant, mal so ein Unterwasserlevel. Ah, cool. Guck mal, alle mit einmal bekommen. 12 Stück. Das war richtig gut. So, muss ich hier eigentlich X spammen? Ja, ich muss X spammen. Ich muss tatsächlich X spammen, um hier vorwärts zu kommen. Halt, hier geblieben. Oh, diese schönen vielen Kristalle. Oh, herrlich. Super, das hat geklappt. War knapp, aber es hat geklappt. Huiuiuiui. So, kommt jetzt schon der Boss? Nein, noch nicht. Das könnten da nochmal Kristalle rein, oder? Hallo? Aber nicht ganz so viele diesmal. Okay, 40. Grill, 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 grill. So, den haben wir. Sehr gut. Da ist noch ein Gang, der da reingeht. Okay, den habe ich. Da hinten ist ein Herz drin. Oh, sehr gut. Ein Herz ist natürlich gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Und da haben wir wieder 3. Es war mir so klar. Es war mir so unfassbar klar. Und vor allem, ich verliere immer alle. Ey, das ist so schlimm, dass man hier echt alle Kristalle verliert. Mano. Das ist echt nicht nett. Ich war so weit. Ich hatte schon über 50. Anstelle, dass wie bei Sonic ist, ne? Wo du immer nur einen Teil verlierst. Nee, du verlierst immer alle. Ja, super. Was muss ich denn jetzt bei dem machen? So, okay. Ich hab ihn einmal getroffen. Oh Mann. Ich will da hinter ihn kommen. Das war mir so klar. Okay. Ja, super. So, ohne Kristalle kommst du hier aber auch nicht weit. Oh, Mann. Ich muss den Level wahrscheinlich wieder neu machen. Oder ich guck mal, ob hier unten noch irgendwo Kristalle sind. Aber ich... Nein. Ich glaub's nicht. Super, voll weggebombt, den Typen. Perfekt. Oh, ich schwimme dagegen. Mann. Das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Geh weg. Blödsack. So, mal gucken, ob ich ein bisschen mit dem letzten Leben jetzt noch schaffe. Ich bin echt ein großes Jumbo-Plesier. Ne, warum auch? Warum sollte ich das auch schaffen? Oh Mann, oh. Es war mir aber fast schon klar, dass ich das nicht beim ersten Mal schaffe. So, okay, wir skippen das einmal. Und dann
Gucken wir, dass wir uns nochmal machen. So. Gib, 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 gib. Nein. Das war halt echt blöd, dass ich in diesen Elektrozaun reingeschwommen bin. Wäre das nicht passiert, hätte ich zumindest noch mehr Kristalle gehabt. Aber nein. So, okay. Der frisst uns nicht. Er sah so ein bisschen aus wie der von Commander Keen, der Riesenfisch. Falls ich jemand noch an den erinnern kann, diesen großen grünen Riesenfisch in den Wasserleveln, den ich übrigens auch schon gehasst habe, die Sau. Das war auch so überhaupt nicht meins. Da bin ich kläglich dran gescheitert immer. Aber gut. Lang ist her. Commander Keen, wie lange ist das her? Weiß ich nicht. Was, 20 Jahre? 30 Jahre bald. 30 Jahre ist es bald her. Okay. Ich glaube, das Spiel war von 93, irgendwas in dem Dreh, wenn überhaupt. Und sogar noch eher eins meiner ersten Computerspiele mit. Aber egal. Wir sind ja jetzt hier nicht bei Computer- und bei DOS-Spielen, sondern wir machen ja PlayStation. Ich habe schon gedacht, ich schwimme wieder da rein. Da rein. Okay, jetzt warte ich kurz, bis es weg ist. Weil Zeit genug zum Rausschwimmen haben. So, okay. Ein Leben mehr, also wir haben jetzt drei Leben. Wir haben die Kristalle. Schon mal eine bessere Voraussetzung als eben. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Hey, ernsthaft. Das ist nicht wahr, ne? Oh. Ach, Mann, oh, jetzt macht er auch noch bzz, bzz, bzz. Bin ich nicht gut. Jetzt habe ich wieder keine Kristalle. Ich werde bekloppt. Oh, Mann, ey. Okay, unter Wasser ist offensichtlich auch nicht so meins. So, okay. Gut. Haben wir? Ach komm schon. Wie soll ich mich denn da auch gegen wehren? Ich sollte vielleicht weiter wegschwimmen oder so, ne? Okay, direkt getroffen. War aber mehr als kritisch, sag ich mal. Okay, getroffen. Super. So, jetzt muss ich weiter weg. Bin ich da durch? Ich bin durch ihn durchgeglitscht. Ich bin durch ihn durchgeglitscht. Mano. Dieses Spiel. Es macht mich einfach nur fertig. Es macht mich einfach nur fertig. Vielleicht sollte ich eine Pause machen und ein anderes Spiel spielen. Vielleicht habe ich da mehr Spaß dran an was anderem. Ich weiß es nicht. So. Okay. Na gut. Wir kommen hier schon noch irgendwie durch. Ich habe bisher alles geschafft. Zwar mit einer Oh mein Gott Stimmung, aber so, komm schon. Gib doch her. Mann, 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 Mann. 24 Stück haben wir jetzt. Okay. Wenn man die noch alle behalten könnte. Ach, ach, ach. Oh. Super, die habe ich alle mitgenommen mit einmal. Perfekt. 36 Stück. Und da fehlen jetzt noch, ich glaube, 4 oder 6. Ich glaube, 6 Stück fehlen noch oder so. Weiß nicht, wie viel das hier immer sind. In der Kiste.
6 Stück. Naja, egal. So. Oh Gott. Er hat schon gedacht, ich bin wieder zu schnell gewesen. Wie zum Beispiel jetzt. Mensch. Ich, wie gesagt, ich habe aber auch ein Scheiß-Timing manchmal. Naja, wie dem auch sei. Wir haben noch 2 Kristalle übrig. Gewinnen wir keinen Blumentopf mit. Aber besser als gar nichts. Ich komme nur nicht hinterher, wenn ich die verliere. Bei ihm hier komme ich nicht so schnell hinterher, weil die so schnell ist. Verschwinden. Weil ich ihn nicht sehe. Ich sehe sie auch nicht. Ja, keine Chance. Hast du absolut keine Chance. Kommst nicht hinterher. Okay. Gut. Ja. So. Ich weiß ja nicht, wie viele Phasen der hier hat. Wenn man ihn treffen muss. Aber ich schätze mal schon so 3-4 Stück. Pff, ey. Ich habe aber auch ein Pech. Also ohne Leben, also ohne Kristalle, du hast ja gesagt, komm ich hier, glaube ich, echt nicht weit. Ich habe echt so das Gefühl, dass ich da nicht weiterkomme. Auch ohne Kristalle. Mann, ey. Das ist echt böse. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich mache die Folge ein bisschen kürzer. Ich muss pausieren. Ich weiß nicht, das Spiel ärgert mich echt gerade tierisch und wie gesagt, ich bin halt echt hart am Überlegen, ob ich es durchspiele oder nicht. Aber auf der anderen Seite, ich würde es gerne durchspielen, weil ich habe es jetzt einmal angefangen. Ach, es ist dieser Zwiespalt. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Croc. Legend of the Gobbos oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.